Ein guter Hirte, nehmt mal das Bild mit einer großen Herde Schafe, mit Lämmer darunter. Und da sind wieder eine große Anzahl auf eine schlechte Wiese geraten. Das ist ja hier auch der Fall. Mit Sünden und mit Pornoheftchen und weiß ich was, oder Television, ist ja alles auch Gift, wo man in sich hinein frisst. Und ist es nicht so, wenn die Menschen, wenn der Hirte das sieht, was macht er dann? Er geht mit den Schafen, Lämmer, auf eine Wiese, wo es Kräuter hat, die gut tun. Und Kräuter sind meistens bitter. Hätte Bauch gesagt, umso bitterer, umso besser. Heilmethoden. Wenn ich jetzt euch nur predige, lieb, lieb, ja, ja, Gott, dann bin ich einer, der Gift gibt, aber nicht die richtige Medizin. Nur müsst ihr lernen, wenn man halt auch mal etwas bitter sagt, oder wie jemand mir mal geschrieben hat, ich musste darüber lachen, das ist köstlich gesagt. Naja, der Schöpfbischof, man merkt schon, dass er voller Liebe ist und die Sünde möchte zu Gott führen, aber er kann auch sein Schwert schwingen. Ja, dann nennt er es als Heilkräuter. Denn ich werde nie und nie und nimmer, Gott steht mir bei, dass ich jemals einen furchtbaren, einen schrecklichen Sünder Abscheu zeige. Gegenteil. Wenn jemand kommt und sagt, hat er gemacht, er kann doch mir von mir aus gesündigt haben, was er mir die ganze Welt umgebracht. Ein Tropfen Blut Jesu würde genügen. Aber ob er dies das bekommt. Also ein, der kommt und möchte vor Gott wieder eins werden mit Gott, ihn wieder in die Augen sehen dürfen, wieder, und es reut, dass er so ein Leben geführt hat, bereute, hätte ich doch, wäre doch immer bei Gott gewesen, dann ist für mich nur eitle Freude für Gott und den reuigen Sünder. Denn ich sage mir, kein Sünder könnte in den Beichtstuhl gehen oder zu mir kommen und sagen, sprechen Sie mich bitte los von meiner Sündhaftigkeit, Sünden und alles. Wenn einer so kommt, dann weiß ich doch ganz genau, der kann das nur in der Gnade Gottes. Gott hat ihn geschickt. Also, soll ich ihm sagen, komm nicht in Frage. Nein. Denkt an den verlorenen Sohn. Es ist nicht so, dass ich mich vergleichen will mit diesem Vater, um Gottes Willen, nein. Aber, oh, das war nicht gut. Ich bin von Gott geschult worden. Und ich sage noch einmal, meine Lieben, ich weiß nicht, alle hören es gern, ich wäre, glaube ich, überhaupt ein totales Nichts ohne ihn. Also, hier und da ein Heilkräutchen, ein bitteres. Ich will nicht schimpfen, meine Lieben. Ich will gewinnen, und zwar euch für Gott. Glaub nicht, dass ich ein, warum muss ich das sagen, so ein Plüschtierchen bin. Ein Plüschmenschlein. Wo nein? Wo immer nur sagen kann, Herr vergib, vergib bitte. Oh nein, da rumort's manchmal. Eben,
das Schwert fängt an zu schwingen. Und doch muss ich mich